Sie können mit Screencast-O-Matic ein Video mit der Webcam aufnehmen. Klicken Sie dazu auf Aufnahme und dann auf Webcam. Wenn Sie mehrere Webcams angeschlossen haben, können Sie hier auswählen, welche Sie verwenden wollen. Klicken Sie auf den roten Button, um die Aufnahme zu starten. Wenn Sie den Hintergrund der Aufnahme verändern wollen, können Sie die Greenscreen-Technik verwenden. Setzen oder stellen Sie sich mit einigem Abstand vor einen einfarbigen, nicht glänzenden Hintergrund, der gut und gleichmäßig ausgeleuchtet sein sollte. Klicken Sie auf das kleine Symbol oben rechts. In den Webcam-Optionen können Sie die Hintergrundfarbe entfernen. Sollte das Programm nicht automatisch die richtige Farbe ausgewählt haben, können Sie zur Farbauswahl die Pipette benutzen. Über den Schieberegler können Sie die Toleranz der Farbauswahl beeinflussen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK. Klicken Sie nun auf den roten Button, um die Aufnahme zu starten. Mit dem Pause-Button stoppen Sie die Aufnahme. Mit Fertig beenden Sie die Aufnahme. Klicken Sie nun auf Video bearbeiten. Um ein Hintergrundbild einzublenden, klicken Sie auf Tools, Einblendung und Bild. Wählen Sie ein Bild von Ihrem Computer aus. Ziehen Sie es in die gewünschte Größe und Position. Klicken Sie auf Schichten, um das Bild hinter das Video zu legen. Bestätigen Sie das Bild, indem Sie auf Fertig klicken. Bestätigen Sie die Einblendung mit OK. Wenn Sie weitere Bilder einblenden wollen, klicken Sie in den Zeitstrahl und wiederholen Sie den Vorgang. Das Ergebnis können Sie sich mit Hilfe des Play-Buttons ansehen. Nach Bearbeitungsschritten, wie zum Beispiel dem Schneiden, kann die ursprüngliche Hintergrundfarbe wieder auftauchen. Klicken Sie dann in das Video, wählen Sie Optionen und Farbe entfernen. Passen Sie bei Bedarf die Toleranz an. Wenn die Bearbeitung des Videos abgeschlossen ist, klicken Sie auf Fertig. Nun können Sie das Video, wie gewohnt, als Datei abspeichern oder auf einer Plattform hochladen.